Hallo zusammen, heute geht es um das Unboxing einer ganz besonderen Geschichte und zwar der Wiederauflage in Originalgröße des C64 Computers. Ich habe so ein tolles Teil ergattert, the C64 heißt das Ding, Microcomputer, hier original verschweißt, kurz vor Weihnachten war nochmal erhältlich. Vor einem knappen Jahr gab es das schon mal als Mini-Variante auf dem Markt. Jetzt haben sich die Macher gedacht, Mensch, bringen wir den Brotkasten, wie er genannt wurde, doch nochmal in Originalgröße raus. So, wir schauen uns das Ding jetzt gleich mal an. Hier ist er noch verpackt. Ich packe ihn jetzt mal aus und dann sehen wir mal, was da alles bei ist. Großer Karton, jetzt mal ohne Plastik und... Ja, die Verpackung verspricht schon einiges, hätte ich jetzt auch vorher lesen können mit Folie, aber ohne Folie geht's schöner. Inkludiert in diesem Brotkasten C64 der Wiederauflage sind 64 C64 Spiele, aber der Unterschied, also der komplette Computer soll voll nutzbar sein, mit allem drum und dran, was der alte C64 auch konnte. Nicht anschließen kann man allerdings die alten Datasetten und so weiter, allerdings modern aufgelegt ein HDMI-Anschluss. So, wir müssen auch nochmal reingucken. Das sieht schon mal sehr schön aus. Guck mal hier, ein Brotkasten. Ich glaube es nicht. Es ist wie früher. 83 kam er auf den Markt. Nee, in Deutschland, das stimmt gar nicht. 82 vorgestellt auf der CES, der Consumer Electronics Show in Las Vegas, zu einem Verkaufspreis von knapp 1.500 Mark. Das entspricht ungefähr auch 1.500 Euro nach heutiger Kaufkraft. Ein Jahr später war das Ding allerdings dann schon ein bisschen billiger, 83 fiel der Preis auf umgerechnet 680 Mark. So, schauen wir doch mal. Ja, selbst die Farbe in hässlich dunkelgrau, ockerbeige, was ist das überhaupt? Grau ist das ja gar nicht, das ist ja dieses Computerbraun. Ich habe jetzt keinen echten C64 mehr da, um so einen direkten Vergleich zu machen. Aber... hört sich schon mal echt an. Also die Tastatur, ne? Alles funktioniert, alles soll echt sein. Schauen wir mal an die Seite. Hier sind drei USB-Anschlüsse. Können wir da sehen. Ein Knöpfchen. Wo ist denn der HDMI-Anschluss? Hinten HDMI. Ein vierter USB-Anschluss. Und der Power-Anschluss. Ein Standard-Micro-USB-Stecker. Also von außen recht retro, aber wie man sieht, von innen recht modern. Hier ist aber noch mehr. Und zwar... ein kleiner Karton und in dem drin, jawohl, Summer Games lassen grüßen, ein Joystick und guck mal hier dieses Klickern wie früher, kennt ihr das, diese Summer Games, wenn ihr rennen musstet, kommt schneller, ja, oder so. ja, also ein Joystick ist dabei. Man kann auch weitere erwerben, käuflich und noch anschließen. Schauen wir mal hier noch rein. Letzter Karton, der hier vorhanden ist, ist, wie ist es auch anders zu erwarten, Netzteil, USB-Kabel und ein HDMI-Kabel. Wunderbar. War ich nämlich jetzt am Anfang nicht sicher, ob auch was dabei ist. Doch, auch ein HDMI-Kabel ist dabei. Und natürlich hier eine kleine Kurzeinleitung, The Quick Guide. So, das Ganze schließe ich jetzt gleich mal an. Wie ihr seht, ist ja auch schon ein bisschen was anderes, deswegen muss ich mal gucken, dass ich gleich Platz mache. Und dann schauen wir mal weiter, was er zu bieten hat. Ja, so, jetzt geht es ans Eingemachte. Ich habe den mal hier so ein bisschen hochkant hingestellt, damit man ihn besser sehen kann. Angeschlossen ist er jetzt mit HDMI-Kabel. Stromversorgung über Micro-USB und den Joystick habe ich an der Seite über USB angeschlossen. Und jetzt schalten wir ihn mal ein. 1983, hier sind wir. Mal schauen, was passiert. Okay, ein bisschen bombastischer als damals kommt er schon daher. Und ja, hier sind wir schon. Zugegebenermaßen, ich mache es mal eben ein bisschen leiser. Gerade beim ersten Versuch, das habe ich jetzt nicht gefilmt, kam schon mal kurzes Setting, welche Bildwiederholfrequenz, welche Sprache, aber das war selbsterklärend, konnte man ganz schnell einstellen. Und hier ist es ähnlich wie bei den anderen Retro-Konsolen, hier so ein Nintendo Entertainment System, sieht man erstmal eine Reihe von installierten, vorinstallierten Spielen, die hier halt im ROM des Computers vorgegeben sind.
Schauen wir doch mal. Wir können auch gleich mit dem Joystick hier aussuchen. Alles Mögliche. Ach, guckt euch das an. Boulder Dash. Das ist ja wie früher. Ach, da kann ich den ganzen Tag hingucken. Meine Gateway Tour. Ach, das ist ja hier. Grid Runner. Heartland. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Ich suche mir mal was aus, was ich hier so finde. Monty on the Run. Ach, guckt euch das an. Schön. Oben seht ihr auch gleich schon. Ach, guck mal, wir machen mal ganz klassisch Pitstop 2 an. Und hab hier einen zweiten Knopf gedrückt, geht das Spiel auch schon los. Eigentlich wollte ich jetzt die Summer Games machen, habe ich gar nicht geguckt. Naja, wir machen mal hier. Ach, guckt mal, wie früher. Start the race, los geht's. Geht das hier? Geht das hier? Ah, da muss ich hin. Gut. Wahrscheinlich der totale Rookie, weil ich das seit ewigen Zeit nicht mehr gemacht habe und keine Ahnung habe, was ich jetzt tun muss. Type in your name or just press return. Da mache ich doch mal meinen Name, um zu gucken, ob das Keyboard geht. Und es geht wunderbar. Dann sollte ich aber return drücken und nicht restore, dann wäre das ein bisschen besser. Noob. So. Nochmal. Geht los. Press your button. Und ab geht's. Ha. So, wenn ihr keinen Bock mehr habt in dem Spiel, dann könnt ihr jetzt ganz einfach hier an der Seite draufdrücken und über Speichern, Laden den Spielstand speichern und später weitermachen an einer anderen Stelle. Ich mache das jetzt einfach mal, sag hier Spiel verlassen, ich speichere das jetzt nicht. Und wir schauen mal, was wir noch so haben. Und hier ist es, Summer Games 2. Ha. Summer Games 2, das war das Joystick-Zerstörspiel. Ja, legen wir doch mal los. Gut, weiter geht's. Und es geht los. Practice. Geht das überhaupt? Nee. So war das. Und? Na? Ja! Ja, 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 ja. Oh, ja. Ah, und? Voll. Das war also gar nichts. Wir probieren das noch einmal. Another Jump. Yes. So, nochmal das Ganze. Drücken. Eins, zwei, drei. Juhu. Ja, das war mit 14,2 Meter schon mal gar nicht schlecht. Also machen wir das Ganze nochmal. Ah, warum konnte ich das früher besser? Okay, das habe ich euch gezeigt. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. So, kommen wir nochmal zu den weiteren Einstellungsmöglichkeiten. Was wir hier unten noch finden, ist ein Monitor. Da können wir die verschiedenen Bildschirmauflösungen einstellen. Entweder die optimale Pixelauflösung, wie sie jetzt für einen modernen Flachbildfernseher im 16:9 Format aussehen würde. Wir können aber auch ein bisschen retro gehen und den Zeilensprung eines Röhrenfernsehers emulieren. Hier mit optimale Pixelauflösung CRT gemeint, also auch wieder 16:9 über den gesamten Bildschirm. Wer 4:3 haben möchte, kann das aber auch bekommen oder aber für Nordamerika im NTSC-Format. Zurück gehen wir wieder mit diesem Knopf. Dann gibt es noch ein paar weitere Einstellmöglichkeiten. Jetzt gehen wir mal hier hin. Wir können uns das Computermodell aussuchen, mit welchem wir gerade arbeiten. Sei es C64 oder den Vorgänger VC20. Was, der Vorgänger? Checken wir nochmal. So, dann gehen wir zurück. Bootmodus. So, das ist jetzt das ganz Interessante. Was wollen wir denn eigentlich? Wollen wir selber was programmieren, zum Beispiel mit dem alten Commodore Basic, oder wollen wir Spiele spielen? Wir können auch sagen, lieber Computer, starte doch einfach so, wie du früher auch gestartet hast, nämlich mit dem klassischen C64-Bootmodus. So, das habe ich jetzt eingestellt. So, wir sind jetzt nochmal im klassischen C64-Modus, so wie wir das von früher alle kennen. Hier können wir jetzt tatsächlich programmieren, wenn wir es ja noch können. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin da völlig raus. Kann sich aber wieder einlesen, da gibt es ja genug Dokumentation dazu im Internet. So, apropos Internet, ich hatte ja schon gesagt, hier in dem schönen C64-Paket sind 64 Spiele vorinstalliert,
Aber es gibt natürlich noch ein paar mehr Spiele und wer jetzt sein Lieblingsspiel hier nicht wiederfindet, der kann ja auch online im Internet schauen, ob es das ein oder andere Spiel für den C64 noch gibt. Wie kriegen wir das ganze Ding dann aber gestartet? Eine Datasette wie früher, das lassen wir mal, das brauchen wir nicht mehr. Hier sind noch einige USB-Slots frei, sprich wir können das Spiel dann aus dem Internet auf einen USB-Stick speichern und können das Ganze dann direkt hier starten. Dazu gehen wir dann auf Medienzugriff. Drücken einmal drauf und haben dann hier tatsächlich die Möglichkeiten Diskettenlaufwerk, Patronenschlitz, Kassettenspieler. Das sind also so die jeweiligen Namen der Laufwerke, der drei USB-Slots, die wir hier noch frei haben. Können hier einen USB-Stick einstecken, kann jetzt hier nicht gelesen werden, weil ich habe keinen angeschlossen. Und unser persönliches Spiel dann starten. So, soweit zum Unboxing des C64. Das spricht sich im Englischen für mich mal ein bisschen holprig aus. Tolle Kiste, macht wirklich Spaß. Ja, schaut mal, ob es das Ding noch gibt. Der ist jetzt teilweise im Preis gleich wieder hochgegangen. Kurz vor Weihnachten 2019 gab es ihn noch zum, was war das, Einführungspreis? 119 Euro. Ich habe es jetzt schon wieder bei 140, 150 gesehen teilweise. Vielleicht legen sie ja auch nochmal nach. Das ist jetzt auch so ein bisschen so ein Spekulationsobjekt geworden. Lohnen tut es sich für die Retro-Fans auf jeden Fall. Gerade weil man halt auch neben den vorinstallierten Spielen die Möglichkeit hat, selber wieder aktiv zu werden, so wie früher. Ja, ich kann nur sagen, tolle Geschichte. Ich wünsche euch viel Spaß, probiert es aus, seht zu, dass ihr einen bekommt und ich spiele jetzt noch eine Runde Border Dash. Mhm.